Tag, Anna Laven, herzlich willkommen. Spott nicht. Ja, also, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie so eine Werbewoche hier haben und dass Sie was mit Zucker machen. Und da dachte ich, gucke ich mal nach, weil wissen Sie, also bei mir in der Familie ist Zucker. Also meine drei großen Schwestern, die haben alle drei Zucker. Und meine älteste Schwester, die hat sogar einen Herzinfarkt gehabt. Oder war es ein Schlaganfall, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber und jetzt wollen Sie wissen. Habe ich ja Angst, dass das so in der Familie liegt, wissen Sie? Und ganz dachte genau. Ich mir, wo Sie das jetzt hier gerade als Werbemaßnahme, ist doch umsonst, ne? Genau. Ja. Also das. Habe ich gedacht, wo Sie das gerade als Werbemaßnahme haben, mache ich das einfach mal. Ja, sehr gut. Wir arbeiten mit einem Fragebogen der Diabetesstiftung. Ah ja, also richtig so staatlich offiziell. Ja. Genau, ja, und das können wir gleich zusammen machen. Ja. Sind Sie bei uns in der Patientendatei? Ja, na klar, ich kaufe meinen Enopril immer hier, also Sport nicht. Adiposa Sport nicht. Frau Sport nicht, ja, ich habe Sie hier gefunden. Genau, ja. Ich sehe, Sie nehmen Enalapril ein. Welche weiteren Arzneimittel neben dem Enalapril nehmen Sie noch ein? Nö, alles wunderbar. Also ist eben, habe ich jetzt gut eingestellt und so, na, und nehme ich auch immer ordentlich. Und messen tue ich jeden Tag. Ja. Dokumentieren Sie das auch in einem Blutdruck-Tagebuch? Nee. Das könnten Sie zusätzlich machen, ne? Weil man hat doch manchmal so ein paar Schwankungen, um zu sehen, wie genau der Blutdruck eingestellt ist, auch um regelmäßig daran zu denken, um so eine Routine reinzukriegen, dass man wirklich immer die Tablette nimmt. Und Sie können dann zur gleichen Zeit beispielsweise auch den Blutdruck messen und das dann dokumentieren. Okay, wenn Sie meinen, dann mache ich das. Sie meinen, es ist gut für die Gesundheit. Das ist auf jeden Fall gut, wenn Sie das selber überprüfen. Okay, dann mache ich das ja. Aber ich glaube, ich habe den gar nicht mehr. Ja, dann gebe ich Ihnen gleich nochmal einen neuen mit. Ja, wunderbar, super, ja. Okay. Aber jetzt Zucker. Ist jetzt erstmal wichtiger. Also, wir setzen diesen Find-Risk-Fragebogen ein. Der ist aber nicht auf Englisch. Das heißt auf Deutsch, finde dein Risiko. Und der ist aber auf Deutsch. Der ist auf Deutsch. Ich kann nämlich kein Englisch, wissen Sie. Hätte ich Ihnen sonst gerne übersetzt, aber wir haben hier eine deutsche Version. Ja, finden wunderbar. Sie auch selber im Internet, ne? Wenn Sie das zu Hause vielleicht noch mit weiteren Familienmitgliedern machen möchten. Haben Sie einen Computer? Na, ich nicht, aber mein Sohn, der hat einen. Der hat auch da Internet, ja. Ja, und dann kann er Sie vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Aber jetzt okay, ich sag ihm mal, er soll sich das auch mal angucken, dass er so... Mit Ihnen kann ich das jetzt erstmal machen. Er meckert ja auch immer so mit mir, dass ich mich nicht um meine Gesundheit kümmere. Kann ich sagen, guck mal ins Internet, Mama kümmert sich um Gesundheit. Ja, sehen Sie. Ein bisschen kümmern Sie sich ja, denn Sie sind ja jetzt... Genau, ja. Also, Find Risk. Ja. Mit nur 8 einfachen Fragen können Sie ein mögliches Risiko in den nächsten 10 Jahren an Diabetes Typ 2 zu erkranken vorhersehen. Aha, ja. Also erstmal. Ich mache es ein bisschen größer, dann können Sie mitlesen. Ja, ja. Wie alt sind Sie? 63. 63. Aber steht das nicht drin? Ja, wir machen das einfach jetzt mal, so, damit ich Ihnen zeige, auch wie dieser Bogen funktioniert. So 63, das wären dann 3 Punkte. Ich notiere mir das kurz. Ja. Wurde bei mindestens einem Mitglied Ihrer Verwandtschaft Diabetes diagnostiziert? Habe ich da gesagt, meine drei Schwestern, ne? No, ja. Sehen Sie, also nahe Verwandtschaft, Kinder, Geschwister sind dann 5 Punkte. Moment, schreibt nicht. Will wieder nicht, war es bei mir auch immer so. Welche Talienumfang messen Sie auf Höhe des Bauchnabels? Weiß ich nicht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich meine, bringt da nicht sehr viel bei meiner Taille. Ein Maßband. Möchten Sie hier messen? Möchten Sie, dass wir nach hinten gehen, um zu messen? Ja, können wir jetzt hier machen. Ja? Darf ich das machen? Ja, kurz klar. Für Sie? Ja, bleiben Sie einmal kurz da stehen. Ja, ist jetzt nicht so die richtige Manikarteil. Ja, 116 ist es. Ah ja. Ja. 116. Ja, ist halt mit dem Alter, im Alter, da wird es halt nicht besser mit der Taille, ne? Das ist korrekt. Ja, da haben Sie recht, ja. Mhm. 116. Also. Ja. Schön wäre unter 80 Zentimeter. Wie soll ich denn das schaffen? Ja. Bei einer Frau. Ja, bei Männern sieht es anders aus. Und wenn Sie über 88 Zentimetern haben, sind es 4 Punkte, die ich jetzt notiere. Da gehe ich aber langsam auf den Hauptpreis zu, was? Wir rechnen noch. Haben Sie täglich mindestens 30 Minuten körperliche Bewegung? Ja, also 30 Minuten, nicht 20 Minuten. Ne? Also meine älteste Schwester, die hat ja wie gesagt den... Herzinfarkt oder Schlaganfall, ist ja auch geil. Also und mit der gehe ich halt jeden Tag spazieren, ne? Aber so maximal 20 Minuten, weil die kann ja halt nicht mehr so viel, ne? Ja, dann aber hier sagen wir mindestens 30. Nee, also sind schon eher 20 Minuten. So, dass ich hier auch eher Nein sagen würde, ne? Ja. Nee, also wenn man das ganz ehrlich das beantworten sollte. Soll, man, dann, ne? Deshalb machen wir es jetzt hier, ne? Wie oft essen Sie Obst, Gemüse oder dunkles Brot? Ach, so wie Roggen. Ja.
Ja, ich meine, gucken Sie mal. Schaffen Sie es täglich? Nee. Nicht. Wissen Sie, ich meine, ich arbeite, bin ja Verkäuferin, na, dann mittags muss man essen, was es in der Kantine gibt. Na, und im Supermarkt arbeiten Sie? Ja. Na, und daher kenne ich Ihr Gesicht. Ich habe die ganze Zeit eben überlegt, die Frau kennst du noch. Genau, daher kenne ich Ihr Gesicht. Na, ist ja geil. Ja, und in der Kantine gibt es nicht oft Obst. Ne? Und am Wochenende, ja, will ich mal kochen und so, aber dann wird es letztendlich doch immer Fast Food. Okay, dann schreibe ich jetzt nicht jeden Tag. Das ist nochmal ein Punkt. Ja. So, gehen wir auf die andere Seite. Ist irre, was so im Internet alles schön, ne? Deshalb mache ich es mit Ihnen auch direkt hier dran. Wurden Ihnen schon einmal Medikamente gegen Bluthochdruck verordnet? Ja, nur das in April, was ich immer nehme, ne? Na, dann sagen wir ja. Das sind nochmal zwei Punkte. Aber das ist jetzt wirklich richtig gut bei mir. Ist gut eingestellt und so. Ja. Ich mit. Ja, sehr schön. Mhm. Wurden bei ärztlichen Untersuchungen schon einmal zu hohe Blutzuckerwerte festgestellt? Weiß ist das ich schon jetzt mal nicht gemessen so. Worden? Sind Sie vom Arzt schon mal darauf angesprochen worden, dass der Blutzuckerwert zu hoch Doch, sei? Ich glaube, das war mal. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Also kann man da so einen Mittelwert nehmen? Wir nehmen Nein oder Ja. Wenn Sie sich nicht daran erinnern, hat das vielleicht auch nicht gesagt. Nee, ne? Also das ist dann Null, dann schreibe ich nichts auf. Wie hoch ist bei Ihnen das Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht? Wissen Sie Ihren Body Mass Index? Nee, weiß ich nicht. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Warten Sie mal, ich glaube 88 oder 98, weiß ich jetzt auch. Was meinen Sie, ist es 88 oder 98? Könnte beides sein. Ja, ich. Wir prüfen mal beides. Das heißt also, wenn Sie jetzt. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,67. 1,67, ne, dann sind wir hier. Bei 88 hätten Sie einen Body Mass Index von. Ich glaube, es ist eher 98. Von 33. Ja. Und bei 98 von 37. Ja, 33 bis 37 wäre egal, weil ab über 30 kriegt man 3 Punkte. Ah ja, okay. Ja, dann brauchen wir das so genau nicht zu wissen. So, ich glaube, das waren jetzt schon die 8 Fragen, nicht wahr? Und jetzt rechnen wir das zusammen, sind 8, 12, 14, 15, 17, genau 20 Punkte nach dem Feintris. Ja. Und dann hat man sofort im Anschluss die Auswertung. Mhm. Ja. Und wir sind hier. Gut. 15 bis 20 Punkte, also gerade noch in diesem Bereich. Ja. Sie könnten auch sagen, also falls der Arzt bei Ihnen schon mal hohe Blutzuckerwerte festgestellt hat. Also ich glaube, irgendwann hat er mal sowas, kann sein, Also, ich lese es Ihnen vor. Ihre Gefährdung ist erheblich. Ein Drittel der Menschen mit diesem Risikograd erkrankt in den nächsten 10 Jahren an Diabetes. Ja. Das Unterschätzen der Situation könnte schlimme Folgen haben. Ja. Im Idealfall nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Ja. Machen Sie einen Blutzuckertest und gehen Sie zur Gesundheitsuntersuchung zu Ihrem Hausarzt. Ja. Also das empfehle ich Ihnen auf jeden Fall. Ja. No? Wissen Sie was, der hat doch schon mal so einen Blutzuckertest gemacht. Und zwar, als meine große Schwester den Schlaganfall hatte, dann hat die zu mir gesagt, mach mal immer. Und dann erinnere ich mich, da habe ich dann, aber dann hat der ein Blut, und da hat der nämlich, glaube ich, gesagt, dass ich auch so eine Tendenz habe. Und da habe ich es dann irgendwie, weil ich mich um meine Schwester gekümmert habe, halt natürlich, so. Natürlich. Ja. Also, was mache ich denn jetzt? Ja, also Sie haben unterschiedliche Optionen. Auf jeden Fall gehen Sie jetzt mal zu Ihrem Hausarzt und berichten, dass wir diesen Test gemacht haben und dass Sie dort in Können Sie mir das mal auf den Zettel schreiben, wie der Test hieß, damit ich Ihnen natürlich. Das sage? Und ich habe auch hier Ihre Ergebnisse. Ah ja, genau, denn das können Sie ihm gerne mitnehmen. Und also wir bieten hier auch, wir können Sie unterstützen, wir bieten hier auch Kurse an, dass Sie beispielsweise abnehmen oder dass Sie sich mehr bewegen. Da haben wir auch professionelle Ernährungsberater und auch Trainer, die Sie unterstützen. Aber das kostet ja so viel. Ne? Ja, das kostet ein bisschen was. Ja, ne? Die wollen auch leben. Ja, stimmt auch wieder. Ist halt so. Ja. Mein Vorschlag ist, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt. Das mache ich auf alle Fälle, klar. Ja, ich gebe Ihnen jetzt den Blutzuckerpass mit und gebe Ihnen unser Programm mit. Dann können Sie sich mal informieren über die Preise, über die Zeiten und so das weiter Das ist gut, und so dann kann ich mir das in Ruhe zu Hause können Sie überlegen. In Ruhe zu Hause durchlesen und dann können Sie mich anrufen. Ja. Hier ist auch nochmal die Telefonnummer. Ja.
Wunderbar. Ne? Und, Frau Laven war Ihr Name. Na, schreiben Sie es nochmal bitte drunter. Genau. Wunderbar, danke. So. Aha. Und dann können wir das in Ruhe besprechen. Ja, ich ja. bin jeden Tag hier ab 8. Ja, ja, ja. Wunderbar. Und dann wollten Sie mir diesen hier für den Bluthochdruck. Machen wir jetzt im Rausgehen. Ja, wunderbar. Ne? Also die Preisliste und ja. Den ja. Blutdruckpass. Also, wann werden Sie zu Ihrem Arzt gehen? Wenn ich nachher zu Hause bin, rufe ich ihn an und mache einen Termin. In den nächsten 2-3 Tagen wahrscheinlich sicher, dann hoffe ich, dass ne? ich dann einen Termin kriege. Und dann ja, ja. kommen Sie anschließend wieder zu uns. Ja, ja. Sollen wir uns verabreden für kommenden Freitag? Ja, können wir machen. Ja, ja welche ja. Uhrzeit passt Ihnen da? Ach Gott, so mittags, also dann kann ich in der, komme ich in der Mittagspause einfach mal schnell her. Wie viel Uhr ist das? Ich habe immer zwischen 12 und 30 Mittagspause. Oder haben Sie da auch Mittagspause? Viertel nach 12. Viertel nach 12, okay, ja. Ich ja, guck mal ja. nach. Nee, das geht bei mir. Okay. Ich schreibe es mir ein. Ja. So. Ja. Viertel nach 12 kommen ja. Freitag. Ja, wunderbar. Dann bin ich aber froh, dass ich hergekommen bin. Gutes Gelingen und ja. ich gebe Ihnen vorne noch die ganzen okay. Papiere. Ja, danke schön. Ja?